Bestimmt nicht zurück. Und auf dem Highway 10 wimmelt es von Polizei. Also wo sollen wir anfangen zu suchen? Sie können hier überall sein. Next help? Hier ist Officer Brian O'Connor. Dienstnummer 34762. Sie müssen ein Handy für mich orten. Gut, wie lautet die Nummer? Mia, wie ist die Handynummer? Komm schon, du musst ihr Dumms Handynummer sagen. 323-555-6439. Danke. Also, legen Sie los. Gut, uns fehlt ein Mann. Letty, du fährst auf der linken Seite. Deine Schwester hatte irgendwie recht, Mann. Ich habe kein gutes Gefühl. Fang bloß nicht so an. Komm schon. Da stimmt was nicht. Schluss damit. Ohne Jesse sollten wir es nicht machen. Hör zu, das ist der Haupttreffer, den wir seit 3 Monaten im Auge hatten. Danach können wir dann erstmal alle in Ruhe Ferien machen. Also, fahren wir. Hoffentlich. Hör zu. Ich hatte da neulich einen Traum. Wir beide lagen an einem Strand in Mexiko. Ach, wirklich? Allerdings. Komm schon, ich will, dass das wahr wird. Leon, häng du dich an die Scanner. Wird gemacht. Also, dann los! Richtung, kurz hinter Coachella. Wo befinden Sie sich, Officer? Zeig mal her. Sie sind etwa 40 Meilen entfernt. Was hast du vor? Was hast du vor? Fang er an! Pack dein Handy fest! Lass dich los! Versuch dich los!
Mach Platz da vorne, ich werde das regeln. Du schaffst das! Wir brauchen einen Notarzt, sonst ist er in 10 Minuten tot! Halt das fest, du darfst nicht locker lassen! Mach ich! Und halt so einen Arm hoch! Vince! Ja, ja, hier spricht Officer Brian O'Connor. Ich bin momentan nicht im Dienst. Schicken Sie uns sofort einen Rettungshubschrauber. Meine Position ist Highway 86, Meilenstein 47. Hier ist ein Unfallopfer in Lebensgefahr. Er ist ungefähr 24 Jahre alt, 1,80 groß und 90 Kilo schwer. Er hat am rechten Arm einen tiefen Schnitt mit arterieller Blutung. Und er hat auf der linken Seite eine Schusswunde. Er wurde mit einer Schrotflinte angeschossen. Ja! Ja, er steht unter Schock!